müssen wir vielleicht mehr über ihn dann herausbekommen. Ich meine, er ist ja, über ihn gibt es ja relativ viele Informationen. Ich habe mir nur nicht alle gesammelt und dass wir dann über da fischen können. Wir brauchen halt Geburtsdatum, wo er wohnt, ne? Hat er vielleicht irgendwo geschrieben, oh, ich habe heute Geburtstag? Crime in Bobby Sayers. Das ist Performance, das heißt vor 4 Monate, die haben ihn getroffen Die und 4 Monate haben sie Beziehung geheiratet. gemacht, oder? Aber stimmt, heiratet. Auch nur sehr kurz verheiratet. 34. Das Kannst du möchte ich Datum anklicken oder sowas? Nee, aber. nicht. Nee. So, da kann ich alles sehen. Wer kommentiert da nicht, aber Nee, das Scherbe? Homepage. Ich Und ein anderes Profil von denen hatten wir nicht mehr, weil der war ja eigentlich auch auf iMeet. Da hat er den doch getroffen, weißt du? Das ist ein bisschen seltsam. Aber vielleicht hat er dann gleich sein. Das habe ich schon. Deswegen hält Cheetos hat passiert, weil er ist sehr bekannt. Suicide, das ist das erste Leute. Wieder. Ist ein bisschen komisch. Können wir vielleicht einen anderen Nickname oder sowas suchen? Hier Nickname, Modi, Programmer. Vielleicht kann man da sein anderes. Das auch kann sein. Und das andere? Nee, so. Was geht nicht. Ah ne, das war. Geht nicht. Privacy. Ich würde sagen, trotzdem, wir müssen uns erstmal über den anderen. Trikot ist ein bisschen Connection, ne? Hat man auch Natürlich. schon mal. Hatte nichts dabei. Ja, ich weiß auch. Aber den anderen. Ich glaube, wir müssen erstmal über den anderen gehen. Ja? Ja. Weil über den haben wir relativ sehr, sehr wenig sogar. Stimmt. Ubi unterdiert. Aber Basketball stimmt. Guck mal, Suicide Note, kannst du das auch irgendwie anklicken oder so? Bei Database. Ach stimmt. Wir haben ja die Database noch. Ah, ganz vergessen. Nee. Ah, okay, super, ja. Zu viele Programme. Information. Ja. Failed. Click tab to search again. Ja, nochmal den Namen und dann vielleicht mit dem Nickname. Bei der Frau da vielleicht? Oder Robert You Cohen? can choose to enter any of the following. Telefonnummer, Hausnummer, E-Mail. Ah, hier, du kannst ihre E-Mail Jetzt kommt. haben. Ah, okay. Gut aus. Okay, was haben wir jetzt? ID, Date. Okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, ne?
Heilige. Jetzt kommen wir Kröcken. Jetzt Kröcken oder schon andere auch? Oder Hausnummer? Nein, den kann man ja nicht. Der hat ja keine E-Mail-Adresse, haben wir nicht. Oder sowas. Das heißt Crack mal. Crack. Na ja, von Wieso? Weiß nicht von was. Oder was wollten wir? HitTalk? Nee, Tools ID. Wir wollten bei FaceTools uns reinmachen. Da, ja. Und Nikolin? Geht nicht, Hanni. Doch. Nicht? Nee. Kura. Wie hieß denn ihr Nickname? Such nochmal hier hinten. Nach der. Hier hinten, da bei deinem Google. Da steht doch dann dein Nickname. Nee, nicht Almid. Was ist Suidrisa? Nicht Almid, die andere. Was? Toastbook, ne? Suidrisa. Ja, und dann musst du nur noch den. Ja, siehst du? Noch nicht collected. Noch nicht collected. Okay, noch nicht. Okay. Hat halt nur eine bestimmte Chance. Cracking fail. 85%. ID Number. Ah, das. Du brauchst die Toolsbook ID. Nee. Ich habe das falsch gemacht. Zweimal gibt es ja gemacht. Also. Das ist das Passwort. Passwort. Die hat sich selber als Passwort. Ja, manche machen das. Du auch? Also, sowas sage ich nicht. You failed? You failed up? Also, you failed? You failed, ich bin der Beste. So, Passwort. Das war du hast die einfach ein Toothbook da links. Nee, klick mal da. Hm? Nicht schwer. Du musst den Namen hier auch eingeben. Also, ich hoffe, es. Du musst Login. Genau, Login stimmt. Nein, Passwort. Nicht die ID. Ah. Ich habe eine E-Mail. Jemand hat sich versucht einzuloggen. Warte mal, das ist Suite, die ist dabei. Ja. Aber musst du nicht Toastbook ID eingeben da? Toastbook ID? Welche Passwort ist das eigentlich? Das ist eigentlich für Toothbook. Oder? Oder für die E-Mail-Adresse? Das ist eine gute Frage, ne? Okay, da E-Mail-Adresse da. Achso, ich dachte. Ja, E-Mail, das war E-Mail. Happy Sharing, oder? So. Mhm. Bisschen oder. Wir hatten Kleid gekauft. Ah, Kleidung. Ja? Yeah. Oh mein Gott, 2300. Ah, used one. Ich bin mal. So. Hello, Lisa, I have seen a demand letter to Mr. Modi. Maybe he will contact you soon. James or Joyce. Ah, ist bestimmt der Anwalt, ja. Oh ja. Okay. Ich hab einen Member Service. Member Service, Bergung. Warte. Brasilien. Guck mal, die ist aber immer noch bei diesen Dings da angemeldet, ne? Ja. Bei diesen
der Dating-Site. Und da einfach nicht aufgehört. Aus Schule. Also sie kauft, also sie verkauft oder wie? Viel von ihren Sachen, die sie nur einmal getragen hat. Sharing Order Notification. Ach, Order. Gekauft. Ah, okay. 90% off. Deswegen ein Discount. Oh, wie viel geht? Was passiert? Überweist. Das ist alles. Das kannst du wahrscheinlich eben. Noch nicht. Analyse. Nee, kannst du nicht. Geht nicht. Warte mal, du bist ein bisschen zu schnell. Du ja. Musst mal gucken, aber. Sie hat ja Geld bekommen, ne? Nein, guck mal, denn wenn sie Geld bekommen hat, dann hat sie tatsächlich die Kleider verkauft. Transfer-Account. Da gibt es noch einen Transfer-Account. Ne? Keine Ahnung. Warte mal, Kapil, da steht Kapil? Transfer to Kapil oder wie? Ah, ja, ja. Oder Transferer. Das stimmt, heißt, der Typ hieß Kapil, ne? Ja, Kapil ist. Der hat das zu ihr gegeben. Ja. Aber auf mehrere. Der hat mehrere Sachen ihr gegeben. Mhm. Ich sowas selber bezahlt, weißt ja, du? Ja, ja. Und so viel Geld bekommen. Und Kapil. Die hat ja, wie viel hat sie bekommen? 10 Millionen, 3 Millionen? Keine Ahnung, wie das. Also, hier gekauft eigentlich, hat sie. Danach verkauft hier, wie, oder zurückgeben. Ja. Oder sowas. Ja, ja. Weiter? Ja, hier. VIP, was ist? Cherry Berry. Okay. Bei Cent ist auch nichts, ne? Ja, gibt's auch nichts. So, hier jetzt gibt's andere Ruya-Name, Anwalt. Oben weiter. Genau. Dann Boyer's Name, James Joyce. Oben. Genau, James Joyce. Aber ich dachte, wir kommen. Nicht alles ist so relevant, ne? Haben sie gesagt. Ja, Newspaper, bestimmt da unten das. Mexiko. Nein, gibt's nicht. Ich habe schon vergessen, was wir alles machen können. Können wir nicht irgendwie noch ein anderes Passwort rausbekommen? Ich meine, so viel hat uns das jetzt auch nicht gebracht. Nur, dass wir sehen, dass er Geld abgegeben hat und sie sich Sachen gekauft hat. Kannst du Cracking? Guck mal, das da hinten nochmal. Ach so, das ging nur das, was da in der Datenbank für die ist, ne? Guck mal, oben war der neue gleich. HiTalk. HiTalk-Account. Können wir nicht bei HiTalk die anschreiben? Wahrscheinlich die gleiche. Geht. ID, ein Passwort, denke ich. Ja, aber das haben wir ja alles schon. Nee, das sind einfach nur die Informationen, die man noch bekommt. Probieren wir. Friedrich, vielleicht. Das ist doch ihr Nickname. Ja. Okay. Also, wir haben nur. Wir haben natürlich Procreator geht nicht, ne? Passwort. Das Hacking sein, Hacking machen. Aber wo? Crack. Database. Phishing.
Fishing, was ist wieder hier? Haben wir jetzt genügend eigentlich von dem anderen Typen, dass wir auch mal sowas runnen können, dass der auch vielleicht mal mehr Informationen hat bei dem? Weißt Nee, du, da haben wir nicht Database? viel, nee. Database. Oder haben wir nicht? Nee. Kann man gucken. Nee, ID hätte nicht. Brauchst du Date of Birth, iTalk Account, E-Mail oder Hausnummer oder Telefon? Haben wir nicht. Aber unser Schwierig, der da war. Eigentlich das ist Basis. Weiter. Und er ist Happy so Sharing? Kann man Happy Sharing direkt abrufen? Er ist wohl bekannt, stimmt. Weil es gibt so viel. Genau. Haben wir irgendwas vielleicht auch bei der E-Mail-Adresse übersehen? Von der? Von ihm haben wir nichts. Von ihr meinte ich. Kannst cracken? Kannst du auch nicht, ne? Ah, das war das, ne? Das ja, wir brauchen viele noch. Das haben wir schon gemacht bei der. Und Phishing konnten wir auch nicht, ne? Oder Hacking? Hacking und Phishing kannst du nicht anklicken, ne? Ja. Geht nicht. Und irgendwelche Daten nochmal anschauen? Data? Ja, hier kann man doch manchmal noch was genauer untersuchen. Ja, das geht nicht. Open. Nur no, hier, no, ja, wir haben ihn schon gemacht. Ich hab dieses Gold-Dicker. Ja, cool. Weil sie verkauft es auch dann wieder. Ja. Also, es ist wirklich sie macht Geld. Da kannst du nichts irgendwie anklicken oder so. Ne? Und vielleicht noch mal, trotzdem nochmal angucken bei der E-Mail-Adresse. Vielleicht haben wir irgendwie bei Sandbox oder Trash oder irgendwas was übersehen. Ich habe leider alles gesehen. Andere Fach. Aber leider gibt's nicht. Das ist ja witzig, guck mal, sowas previously used. Mhm. Oder? Was denn? Ja, über eine andere E-Mail-Nummer. E-Mail kenne ich nicht. Weißt du, letztes Mal, wir haben einmal, das war nur Hightalk, Pretend. Welches? Oder oder Nummer. Geht nicht. Gibt's auch. Chancellor. Choice. Chancellor, ja. Ja, corrected. Hab ich gemacht. Da fällt es nichts zu gehen. Switch you? Also, switch you, ja. Wir können uns ja nirgendwo einloggen, ne? Also, das ist bei iMeet auch nicht. Hat sie das gleiche Passwort vielleicht bei iMeet? Member name. Aber warte. Ja, da. Aber ihn haben wir nicht. Können wir vielleicht ihn suchen direkt? Das kann sein. Kann man von den anderen vielleicht? Ah, Kochen oder so, ne? Ja, Rotkohl.
Ist hier Ampel, nicht wahr? Wenn sie irgendeinen Lawyer datet. Aber geh nochmal vielleicht auf ihr Account, kann man sich da einloggen dann? Wie sagt Snyder? Kann man sich gar nicht einloggen, ne? Können wir uns joinen? Können wir uns ein Fake-Profil anlegen? Gericht. Bei mir funktioniert, hab ich ja ein Geld nicht. Facebook. Das hatten wir ja schon. Du müsstest da ja die Facebook-ID, glaube ich, reingeben. Aber das hatten wir ja alles schon. Siehst du, da oben musst du die Facebook-ID. Du machst immer so viel Visa rein. Passwort-Forget. Aha. Ja, trotzdem kopierst du mal das Falsche. Du musst die Facebook-ID eingeben. Jetzt habe ich gesagt. Aha.